Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review, heute aus Cannes. Ich bin der Jan und ich kann euch heute das Facelift von dem Premium-Elektro-SUV der Ingolstädter vorstellen, dem Audi e-tron. Stopp, der heißt gar nicht mehr e-tron, denn der heißt jetzt Q8 e-tron. Um es noch verwirrender zu machen, hier steht der SQ8 e-tron. Der hat über 500 PS, geht in 4,5 Sekunden auf 100 und ist eine Waffe, eine Technikbombe, die im Facelift jetzt optisch außen angepasst ist, im Innenraum eine höhere Reichweite, eine bessere Akkukapazität hat. Was der alles kann, werden wir hier besprechen. Bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review. Nicht immer aus Cannes, ich kann es aber trotzdem und Jesse auch. Abonniert den Kanal genau jetzt. Das könnt ihr nämlich machen und dann würde ich sagen, kommt mit. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, kann ich über unseren Kooperationspartner GoLeasy sprechen. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern wie meinauto.de. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ich werde euch jetzt nichts über die Förderung erzählen, weil ich weiß nicht, wie die 2023 ist. Da kommt dieses Auto dann als Facelift mit neuem Namen auf den Markt. Was ich allerdings viel besser kann, als über Förderung oder über Steuern sprechen, sonst wäre ich ja Steuerberater geworden, ist, über die Historie und übers Wettbewerbsumfeld von Autos zu sprechen. Und bei der Historie war ich tatsächlich ein Teil, so fühlt sich zumindest für mich an, denn 2019, als der auf den Markt kam, war ich in San Francisco, eine monstergroße Präsentation. Audi war sehr stolz auf das Auto, ist es immer noch. Jetzt wurde es ein bisschen verändert, obwohl es sich weltweit über 150.000 Mal verkauft hat. Das beliebteste Elektro-Premium-SUV in Europa ist. Aber inzwischen ist eben sehr viel Wasser den Rhein runtergelaufen oder eben hier ins Meer in Cannes wahrscheinlich. Und es gibt eine kleinere SUV-Variante, elektrisch inzwischen, auf Basis vom MEB bei Audi. Das ist der Q4 e-tron. Es gibt das flachere Sportmodell, das Pendant zum Porsche Taycan, ja, den e-tron GT oder die RS-Variante davon. Wettbewerbsumfeld ist inzwischen auch vorhanden. Das ist zum Beispiel der BMW iX. Das ist ein Mercedes EQA SUV. Das ist irgendwas zwischen Tesla Model Y und Tesla Model X Performance. Also da ist schon wirklich ein bisschen was da. Bei der Nomenklatur muss man sich auch anpassen, weil ehrlich gesagt war es nie so klug, dieses Auto e-tron zu nennen. Da ist er jetzt eben zwischen Q4 und ein Q6 wird noch kommen und jetzt hier der Q8. Hier die S-Version mit zwei Motoren hinten, über 500 PS, geht in 4,5 Sekunden auf 100. Was man gemacht hat, typisch Facelift, eigentlich die Optik außen ein bisschen angefasst. Man hat tatsächlich auch was am Fahrverhalten gemacht, das werden wir heute nicht erfahren können. Man hat im Innenraum was gemacht und die Reichweite hat sich deutlich vergrößert. Man hat 20% mehr Kapazität in den Akku gepackt. Jetzt schauen wir uns das Auto erstmal optisch an. Es gibt die Einstiegsvariante, dann gibt es die S-Line und hier haben wir die S-Version. Das Auto ist ja ein bisschen was über 4,90 lang, 1,94 breit, 1,63 hoch, hat 2,93 Meter Radstand, kurze Überhänge, war schon immer dafür bekannt, dass es kein Leichtgewicht ist, mit einem Gewicht über 2,6 Tonnen. Euch interessiert aber, ey Jan, was ist jetzt neu an dem Auto? Und erstmal hat Audi was an den Ringen gemacht. Das wird jetzt wohl bei jedem Modell angepasst. Schaut sie euch an hier vorne. Die sind jetzt zweidimensional, die sind zurückhaltender und schmücken einen sogenannten invertierten Grill, der wiederum hier vorne richtig schön beleuchtet ist. Wir haben so ein silberfarbenes Innenleben hier drin. Dann steht hier e-tron unten drauf noch in alter Schrift. Audi hat jetzt insgesamt eine neue Schriftart gefunden und der Grill mündet sehr schön hier in dem Digital Matrix Licht. Es gibt ein Matrixlicht und dieses digitale Matrixlicht 1500, das digitale glaube ich 4500. Was ist toll an dem Licht? Man hat es uns hier im Lichtkanal gezeigt, das macht einen Lichtteppich auf dem Boden, kann den Gegenverkehr abblenden, Schilder anblenden, kann Leute anblenden. Richtig gut. So wie er hier steht jetzt, hat Jesse gesagt, das ist ja ein mega tolles Licht. Was haben wir? 0,24 ist der CW-Wert von dem, also 0,01 besser, während ja die normale SUV-Variante 0,26 hat. Hier haben wir ja
den Sportback, also das Coupé davon. Ja, an die Nomenklatur muss auch ich mich bei Audi ein bisschen gewöhnen. Ich finde, der ist von vorne richtig schön, richtig bullig und vor allem diese Änderungen da, auch hier mit so einer Durchbrechung oder mit den 2 cm breiteren Radläufen oder mit so einer angepassten Jalousie hier unten, ist schon richtig gut und mit dem Licht ist man nicht prollig, sondern zurückhaltend. Das ist schon sehr Premium, sehr Status, aber trotzdem nicht ins Gesicht. Also Audi eben, finde ich sehr gut. Wenn wir jetzt hier einmal ins Profil gehen, schauen wir uns diese coupéhaft abfallende Dachlinie an, was mir sehr gut gefällt. Und ihr seht auch hinten jetzt genauso wie vorne weiterhin ein durchgängiges Leuchtenband mit Logo, was auch neu ist. Aber erstmal will ich gar nicht der Typ sein, der nur über das Design spricht. Wir haben 19 bis 22 Zoll Felgen, okay, Luftfahrwerk, okay. Was angepasst ist, was viele kritisiert haben, war beim Vorgänger ein bisschen zu synthetisches Lenkgefühl. Also hat man hier die Lenkung wirklich in der Hardware verändert, aber auch in der Software. Auch die Luftfederung ein bisschen angepasst. Und hier sind halt monstergroße 22 Zoll Schlappen drauf. Es gibt neue Felgendesigns, ich glaube, das ist eins davon. Jesse hat euch ein weiteres vorgestellt, hier von Audi Sport Mega. Wenn ihr euch mal hier die Rathausverbreiterung anschaut, ist die richtig gut. Und was ich sehr praktisch finde, ist das Laden. Ganz neu, wir haben in den beiden Einstiegsmotorisierungen, in den kleineren oder in den Standardmotorisierungen jetzt einen 95 Kilowattstunden fassenden Akku. Hier haben wir jetzt einen drin, der 114 Kilowattstunden fest. Und ja, spannend ist, ihr könnt den hier jetzt mit bis zu 170 kW laden, dann ist er etwa in einer halben Stunde voll. Die kleinste Variante könnt ihr mit bis zu 150 kW laden, was spannend ist. Und wenn Jesse jetzt vielleicht mal vorgeht, seht ihr auch hier, wie schön das auf und zu geht, zeige ich euch auch noch, dass man das auch auf der anderen Seite kann. Und spannend ist, Audi hat die Ladeleistung verändert, also etwa 20 kW mehr in beiden Varianten und hat auch die Einstiegsakkumotorisierung und alle Akkus verändert, um ja auf eine Reichweite zu kommen von 500 respektive 600 oder in der S-Variante wieder 500. Schaut mal, wie schön das hier auch zufährt. Optional an der zweiten Seite kann man es hier auffahren, was ich sehr praktisch finde. Ich mag es nämlich nicht rückwärts an Ladestationen zu fahren, weil ich habe immer Angst, dass ich dann mal eine umniet. Vorwärts an der Seite finde ich ehrlich gesagt am praktischsten. Hier vorne befindet sich noch ein Frunk, 62 Liter. Und wenn man jetzt hier an der Seite ist, müssen wir eine Sache diskutieren, das ist der digitale Außenspiegel. Den gibt es weiter optional. Wir haben hier nicht das Schwarz, also das Black-Paket drauf. Ich komme mit so einem Seitenspiegel nicht klar. Der ist allerdings sehr gut für einen CW-Wert. Für mich ist es immer so, ja, ich habe lieber vielleicht altmodisch noch die alten. Audi steht hier eingelasert in die B-Säule und dann SQ8 Sportback e-tron Quattro. Ein Name, mit dem ihr, glaube ich, das ein oder andere Gesellschaftsspiel gewinnen würdet. Aber so ist sie halt, die neue Nomenklatur. Wenn wir jetzt zur Schokoladenseite vom Auto kommen, dann ist es ganz bestimmt das Heck, weil hier eben ja, die Coupé, die Sportback-Variante, schön hinten abfallende Dachlinie, vorne wie hinten eine wunderschöne Begrüßungssignatur, hier nochmal so ein Gurney, eine Abrisskante für einen besseren CW-Wert und dann unten der Stoßfänger ein bisschen angefasst im Facelift, e-tron steht jetzt hier. Dieses rote Zeichen steht für die S-Line oder den SQ8ern und wir haben hier hinten, da könnt ihr euch für alle Modelle dran gewöhnen, die Ringe, die innen weiß sind und auch eben so zweidimensionaler, was echt schön ist, hinten sehr cleanes, schwarzes Dach, richtig gelungen. Ich mach mal für euch auf. Das Auto zieht etwa 1,8 Tonnen. Hier haben wir 550 Liter Kofferraumvolumen, während das normale SUV etwa 600 Liter Kofferraumvolumen hat. Ich weiß nicht, ob ihr noch was seht. Seht ihr noch was? Jesse nickt. Ja, und guckt mal, hier haben wir so ein kleines Netz drin, was ich ganz praktisch finde. Hier so eine Art doppelten Ladeboden, was richtig viel Platz bietet. Viele werden sich auch wundern, warum ist der Kofferraum geschrumpft? Ist gar nicht so. Audi hat ein neues Messverfahren. Hier oben haben wir dann nochmal so, so eine Hutablage, die man allerdings auch ganz bequem hier rausbekommt. Und jetzt klappe ich für euch mal die Rückbank um, weil das Auto ist, finde ich, sehr familientauglich. Und jetzt haben wir leider keine so Ziehelemente hier, aber jetzt haben wir halt ein monstergroßes Kofferraumvolumen. Hier haben wir nochmal so eine Abdeckung, Plastik hier drin und jetzt mache ich mal zu und wir schauen uns vielleicht mal an, wie viel Platz auf der Rückbank ist. Erstmal muss ich sie dafür wieder hochklappen. Ihr könnt euch vielleicht derweil mal die schöne Leuchte da unten anschauen, weil ich finde, Audi hat beim Auto wirklich extrem auf die Details geachtet. Ich komme mal rein.
Und jetzt sprechen wir drüber, wie viel Platz hier innen ist. Es ist echt dunkel. Zu dunkel, Jessie? Noch okay. Noch okay. Ja, also vom Radstand her profitiert der Platz hier hinten definitiv. Auch mit dem Kopf hier oben habe ich richtig viel Platz. Das ist schon mal sehr gut. Flach aufbauender Mitteltunnel, klar, wir brauchen ja keine Kardanwelle oder so ein Zeug. Hier haben wir die Klima mit einer Sitzheizung hier richtig schön. Und was Audi ausmacht, auch bei dem Modell, ist die Verarbeitung, die Nähte, die Stitchings hier, tolle Sitze, verstellbare Kopfstütze. Und hier vorne haben wir dann nochmal einen Cupholder drin. Das ist schon echt wirklich schön, der hier auch einfach auffährt. Ja, richtig schick. Und jetzt schauen wir in die Tür rein und jetzt guckt mal. Wir haben hier so ein Mikrofaserstoff, eine schöne ambiente Beleuchtung. Oben haben wir eine Jalousie. Hier unten eine Bang & Olufsen-Anlage, kleine Einstiegsleiste. Das ist schon wirklich schick, finde ich. Während man beim Q4 ja oft gesagt hat, okay, da hat Audi vielleicht ein bisschen gespart, haben sie es hier definitiv nicht gemacht. Was ich euch jetzt zeigen will, ja, ist vorne den Frunk. Und dabei sprechen wir über die Leistungsdaten. Es geht ja los mit 340 PS beim 50er. Dann kommt der 55er mit 408 PS. Und die Variante hier hat sogar zwei Elektromotoren an der Hinterachse. Jessie war mit euch für euch mit dem Auto driften. Und der hier hat, glaube ich, 503 PS, 973 Newtonmeter Drehmoment. Und obwohl er wirklich kein Leichtgewicht ist, geht der in 4,5 Sekunden auf 100, wird 210 km/h schnell und hat eine Reichweite nach WLTP von 500 Kilometern, was großartig ist hier zum Facelift. Hier haben wir die Kachel fürs Laden, die bekommt man hier schön vorne unter. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Facelift gefällt. Ob es vielleicht ein paar Schwächen ausgemerzt hat, zumindest jetzt vom Look her. Ich finde es richtig gelungen, auch wenn ich diese Außenspiegel hier nicht selbst wählen würde. Was wir jetzt machen werden, ist reingehen. Komm mit. Kommen wir zum Innenraum. Audi hat sich Mühe gegeben, sehr viele recycelte Materialien hier reinzubringen. Ich gebe mir Mühe, Jessie gleich hier reinzubringen. Erstmal beginnen wir wahrscheinlich mit den Sitzen und das ist eine definitive Stärke der Ingolstädter. Schaut euch das an hier, diese Steppung, diese Nähte hier, die Verarbeitung. Das ist klassisch Audi, so will ich sehen. S-Prägung hier, ja, unter der integrierten Kopfstütze. Schmaler Sitz, der wirkt nicht schwer, trotzdem ist er bequem, gibt gut Seiten halt. Ja, richtig schick. Ihr habt mir gesagt, spreche nicht immer zu lange über die Sitze. Okay, okay. Also spreche ich über die recycelten Materialien. Und das Gurtschloss hier soll teilweise aus recyceltem Plastik bestehen. Und dieses neue Zierelement ist so schick, dass ich fast nicht glauben kann, dass es aus recycelten Materialien besteht. Aber heißt auch, dass recycelte Materialien auch richtig gut aussehen können. E-Tron steht hier drauf. Hier haben wir eine ambiente Leuchte. Hier haben wir nochmal so Striche drüber, die sich auflösen. Und jetzt schauen wir mal in die Tür. Und da haben wir eine Sache, die wir besprechen müssen, nämlich die Rückfahrkamera. Ich bin kein Riesenfan davon, weil, naja, ich habe gern diese Einschätzung, wie schnell kommt jemand von hinten. Ich verändere gern den Winkel von, das geht da alles nicht. Und mir wird es manchmal sogar ein bisschen schwindelig, wenn ich reingucke. Positiv dran ist, ihr müsst sie nicht nehmen. Das ist meine ehrliche Einschätzung. Eine tolle ambiente Beleuchtung habt ihr da drin. Ihr habt einen Mikrofaserstoff, ihr habt eine gut gepolsterte Armauflage, ihr habt eine Bang & Olufsen Anlage, e-tron steht auf dem Boden. Für Jessie immer sehr wichtig, sie hat eine Einstiegsleiste, das braucht sie irgendwie. Dann haben wir S mit einer Raute da unten. Keine Polsterung hier für die Knie, das ist allerdings echt okay. Und hier haben wir ein kleines Handschuhfach, was schön mit Samt ausgeformt ist. Und jetzt sprechen wir über die Konsole hier. Das war ja damals alles ganz neu, ne? Wir haben zwei Ebenen hier im Infotainment. Wir haben hier unten nochmal eine Ebene für die Klima- und die Sitzsteuerung. Und dann haben wir da vorne noch ein digitales Cockpit und ein Head-Up-Display. Und viele haben gesagt, ui, das ist mir allerdings ein bisschen zu viel. Ich finde es inzwischen richtig cool, aber klar kann man darüber diskutieren. Und jetzt sprechen wir hier über diese Ebene hier oben. Alles schön eingelassen, in Klavierlack, sehr modern. Fühlt sich immer noch sehr modern an. Hier unten die ganze Klimasteuerung, auch modern. Drive Select Schalter haben wir hier dann. Mit Dynamic Auto, Komfort, Efficiency und ihr könnt hier schön die Hand auflegen, hier die Gänge dann reinmachen, was ich sehr cool finde. Hier habt ihr die Assistenten, eine Rückfahrkamera ist da, auch mit einer 3D-Ansicht hier, was ich echt schön finde. Ja, und dann habt ihr hier ein riesiges Fach, das ihr unten auch schließen könnt. Da ist ein Cupholder,
Hier ist der Schlüssel. Dann habt ihr hier diese S-Prägung drin. Und was ich nicht so toll finde, ist ja die induktive Ladebox hier, weil da müsst ihr das Handy seitlich so reinspannen. Und ich finde das immer ein bisschen schwer, es rauszubekommen. Andererseits ja, geratet ihr nicht in Gefahr, dass ihr das während der Fahrt benutzt. Dann habt ihr hier nochmal zwei USB-C-Stecker. Hier ein kleines Fach. Tolle Ambientebeleuchtung rundherum, gut gepolstert. Und ich glaube, jetzt ist es schon an der Zeit, Jessie mit ins Bild zu holen. Viele werden sich freuen, nur auf diesen Moment gewartet haben. Hallo, Ibims. Ein Jessie. Und wir sprechen jetzt übers Lenkrad und das ist schick. Das ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Unten nicht abgeflacht. Jessie wird das nicht mögen, ne? Nö, ich mag unten abgeflacht mehr. Übrigens gibt es hier unten doch eine Polsterung. Jan hat das jetzt nur nicht richtig erfüllt, aber hier ist eine natürlich. Ah ja, stimmt. Ja, er war nur weit hier oben, aber hier ist eine. Zum Glück ist sie da. Und Jessie weiß immer alles und besser. Und jetzt schaut mal, hier könnt ihr die Rekuperationsstufen einstellen. Seht ihr da nach vorne, wie sich hier dieses Charge verändert. Ihr habt eine Perforierung in der Grifffläche. Ich muss halt hier reinschauen in die Kamera. Ich kann die natürlich hier irgendwie auch verstellen, aber naja, ich weiß nicht. Ist Geschmackssache. Ich werde nicht so richtig happy damit. Und dann haben wir hier das digitale Cockpit. Und das ist bei Audi einfach great. Schaut mal, was ihr hier für Ansichten habt. Ihr könnt die Navi-Karte groß machen. Ihr könnt hier einen Rundmeter in die Mitte machen. Wirklich verschiedenste Dinge, die ihr euch dann auf die rechte, auf die linke Seite machen könnt. Ja, wahrscheinlich nehmen die meisten die große Navi-Karte hier. Das finde ich schon sehr gut. Hier geht es immer wieder zurück. Head-Up-Display ist da oben. Optional, ne? Da seht ihr auch einen Flieger. Nice. Ne? Und verstellbar ist das Lenkrad hier auch elektrisch, was richtig gut ist. Jetzt kommen wir zum Infotainment-Chassis. Okay. Okay. Schau mal, wie schön das Licht aussieht. Wir haben jetzt gerade hier die Abendsonne im Gesicht und da vorne ein Flieger. Kann das schön, oder? Ja, wir haben ein wenig von Cannes gesehen, sondern nur im Flughafen hier, aber Cannes ist bestimmt auch schön. Und jetzt guckt mal, was ich am schönsten finde im Auto. Ihr könnt diese Widgets verstellen. Das ist allerdings nicht neu, ich zeige es euch trotzdem. Was mir aufgefallen ist, ist eine Sache. Bei Licht und Sicht habt ihr die Außenbeleuchtung, automatisches Fahrlicht, Ein- und Ausstieg, kann man hier anmachen. Und dann habt ihr hier verschiedene Dinge. Skyline, Diagonal, Split, Kosmos, Origami oder auch beim Aussteigen könnt ihr das machen. Das macht dann vorne an die Wand so eine Verabschiedung und Begrüßung. Ich werde das Auto nachher mal kurz anmachen, dann schauen wir, ob das funktioniert. Ich hoffe, ihr hört mich noch, weil da hinten startet eine kleinere Maschine. Wir haben den Effizienzassistenten hier weiter, wir haben die Fahrzeuganzeige hier weiter, wir können uns hier alles zum Laden anzeigen, den Füllzustand, uns das dann auch hier schön erklären lassen. Ich bin auch so schnell, weil wir es ein bisschen eilig heute haben, stimmt's? Ja, die Sonne ist halt bald weg. Ja, die Sonne ist bald weg. Was Tolles bei der Navigation, was ich gelesen habe, was jetzt serienmäßig ist, ist der Routenplaner. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich möchte nach vielleicht Köln in Deutschland, dann könnt ihr diese Route jetzt zum Beispiel hier planen und der Audi macht euch dann gleich die Ladestopps rein. Das lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen. Wir sind ja Elektromobilisten inzwischen und für uns ist es sehr wichtig, weil wenn ihr das nicht habt, dann rattert die ganze Zeit euer Handy mit, ihr werdet irgendwie abgelenkt und hier macht es der dann direkt automatisch. Wahrscheinlich dauert es eine Weile hier und hier, schaut mal, seht ihr das dann, Ladestopps. Station. Das e-tron-Routenplaner. E-tron-Routenplaner. Und dann rechnet der die ganze Route durch, wo dann irgendwie die Ladestationen sind. Was hältst du davon, Jessie? Finde ich mega, weil sonst im Alltag, wenn man da das irgendwie noch mit einem Routenplaner machen muss, und es ist bei vielen Elektroautos leider noch. Die Route wurde aufgrund der aktuellen Verkehrslage geändert. Dann hat man das jetzt hier eben im Auto mit dabei. Das ist jetzt natürlich eine gemeine Route hier, 1200 Kilometer. Da rechnet er jetzt ein bisschen länger, aber wenn ihr jetzt einfach normale Strecken habt, geht das deutlich schneller. Aber wir kommen ja 500 Kilometer weit, ne? Was dann ganz gut ist. Jetzt lassen wir den mal rechnen. Ich zeige euch vielleicht noch, dass ihr hier die Widgets frei reinlegen könnt, was auch ziemlich praktisch ist. Was würdest du noch zeigen? Schaut mal. Da unten habt ihr auch noch die Bergabfahrhilfe. Ihr habt da noch verschiedene Shortwahlpunkte. Könnt auch hier draufklicken, dann habt ihr da noch Sachen, die ihr euch einkonfigurieren könnt. Hier habt ihr Sitzkühlung, ne? Genau. Vielleicht noch interessant, die Kamera habe ich gezeigt, oder? Den Drive Select Schalter, der ist auch noch interessant. Mhm. Könnt ihr hier Offroad, Allrad, Efficiency, Komfort, Auto oder individual machen und da sieht man immer, was sich verändert. Fahrwerk, Lenkung, ja, das ist schon wirklich nett. Vielleicht auch immer noch gut ist die Ambientebeleuchtung, Ambienteleuchte meine ich hier, Licht und Sicht,
Und das ist hier drin schon sehr ausgeprägt, oder? Mhm. Sehr cool. Orange, rot. Und jetzt schauen wir vielleicht mal, ob es inzwischen schon durchgerechnet hat. Nee. Aber wenn das Auto dann in Serienreife ist, 2023, kann er das ganz bestimmt. Wir werden es dann auch wieder testen. Was wir jetzt machen, ist ein Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit. Und ich habe mir immer so eine Einleitung fürs Fazit gewünscht, weil ich das wirklich echt witzig finde. Ich sage euch was. Elektromobilität hat Schwierigkeiten, was die Modellüberarbeitung angeht. Warum? Das dreht sich natürlich wirklich richtig schnell, das Elektrorad, weil Akkukapazitäten werden besser, Motoren werden effizienter, Wettbewerber kommen auf den Markt. Und naja, während man früher auch alle 3-4 Jahre angepasst hat, muss man das jetzt vielleicht in Zukunft sogar ein bisschen schneller machen, was Facelifts angeht. Und Audi hat die Schwächen erkannt und deutlich überarbeitet. Das war die Akkukapazität, das war die Reichweite, das war vielleicht ein bisschen die Lenkung. Das Produkt absolut Premium, richtig schick, hat man jetzt auch in die Moderne gebracht. Nicht nur was das Naming angeht, sondern auch was das Design angeht. Das ist präsent. Trotzdem zurückhaltend, nicht übertrieben, ein richtig schickes Auto, jetzt endlich aufgefrischt. Das einzige Problem für mich ist eines, nämlich ich kann es mir nicht leisten. Der beginnt bei 74.000 Euro und auch der Preis ist halt Premium, während die Variante hier wahrscheinlich deutlich über 100.000 Euro liegt. Ich weiß nur, dass der im Februar 2023 auf den Markt kommen wird. Er wird wohl noch dieses Jahr bestellbar sein und ich bin sicher, dass sehr viele Premium-Kunden wieder zu dem greifen werden, weil er einfach im Vergleich zu Tesla Vorteile hat. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Was ihr mal machen könnt, ist ja den Kanal zu abonnieren, denn wir haben auch Vorteile, denn bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder eben von mir. Abonniert den Kanal genau jetzt, schreibt uns Liebesbriefe und dann bis dann in einem anderen Kanal.